Hi Leute, willkommen zurück. Jetzt geht's weiter. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Nein, als erstes überspeichern wir uns unseren zweiten Spielstand. Und dann machen wir uns. Nein, dann sind wir jetzt mal nach. Haben wir schon verkauft? Sieht gut aus. Wir haben viele Waffen, viele Kristalle. Okay. Brace is a feeling. Ist besser als Opening. Opening können wir ja notfalls später immer noch wechseln. Licht, Licht, Licht. Ja, okay. Heal to 93, das ist super. Haben wir Purification? Nein. Haben wir normal Heal? Auch nicht. Okay. Aber 93 Heiltränke, das ist doch super. So, dann machen wir uns jetzt auf den Weg. Zum Vulkan, wie hieß der nochmal? Dagoth-Ur. Machen wir uns auf den Weg zum letzten Dungeon. Zu dem Dungeon, der uns das achte Stück des Stabs des Chaos geben wird. Oh, sieht cool aus. Hier eine schöne Brücke. Hier im Hintergrund schön ein paar Vulkane mit Lava. Hier ein toller Eingang. Das war geheim. Ja gut, vielleicht kommen nicht allzu oft Leute hierher. Könnte sein. Dagoth-Ur. The sacred entrance of the Dwarven Smiths into the Fire Mountain. Dagoth-Ur stands before you. Magical runes glow in the red firelight, shimmering with hate. Sulfurous goats of steam escape from vents within the rock face of the opening. The final piece of the Staff of Chaos beckons. Okay, da gab es jetzt viele Wörter, die ich nicht verstehe. Zum Glück habe ich meinen Laptop hier. Okay, der heilige Eingang zur Zwergenschmiede in dem feurigen Berg Dagoth-Ur steht vor uns. Magische Runen leuchten in den roten... In einem roten Feuerlicht? Hä? Glühen in einem roten Feuerlicht, schimmern mit der Hitze. Was heißt das? Na komm, übersetzt schneller. Schwefel, ah, okay. Und das da? Okay. Was heißt das? In dem einen Satz sind fast alle Wörter, die ich nicht kann. Okay, schwefeliger Dampf entweicht den Öffnungen in dem Felsgesicht des Eingangs, irgendwie sowas. Wahrscheinlich hier irgendwo. Sind ein paar Löcher und da entweicht es. Das letzte Stück des Stabs des Chaos Beckens. Was ist das schon wieder? Winkt. Ah ja, ein Stabstück kann winken. Habe ich auch noch nicht gewusst. Egal. Hä? Okay. Sind wir an einer Grenze? Wir sind sogar bei zwei Grenzen. Das ist ja cool. Welche Waffe haben wir überhaupt ausgerüstet? Langschwert der Ausdauer, okay. You enter the Fire Mountain Dagoth-Ur. Around you, the air shimmers with heat. Even the stone floor is warm to the touch. Okay, wir betreten den feurigen Berg Dagoth-Ur. Um uns herum, die Luft schimmert mit der Hitze. Sogar der Stein in dem Flur, also hier der Boden und die Wände wahrscheinlich, sind warm, wenn wir sie berühren. Boah, hier könnten wir schlafen, wie geil. Okay. Hier gibt es den ersten Geheimweg. Gehen wir den Geheimweg. Da gibt es eine Tür. Hier gibt es nur eine Tür, oder?
Ja, hier gibt es nur eine Tür, mehr nicht. Moment mal, wieso sind wir nicht voll vom Leben? Rasten wir gleich mal hier. Okay. Vielleicht auch hier nochmal speichern. So. Hört sich an wie ein Steingolem. Okay. Wo sind wir hier? Weiß ich nicht. Gehen wir mal hier links rein. Da ist der Steingolem. Und er sieht uns nicht. Das ist ja genial. Habe ich sonst noch irgendwas? Zwergenlangschwitzvollstumms. Ich glaube, das ist sogar... Genau, wir sollten das lieber benutzen. Und wir haben kein Sichtfeld darauf. Das heißt, den Kristall und sowas sollten wir nicht benutzen. Sondern lieber das hier. Okay, der greift uns an. Okay, wir müssten ihn jetzt immer dennoch erreichen können. Ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht weniger Schaden macht. Ja, wir haben ihn erreicht. Oh, da hat er nichts. Schade. Ist da noch einer? Wahrscheinlich da drin. Hier auf jeden Fall nicht. Holen wir uns erst einmal den Schatz. 87 goldene Mark und ein den Platinum lassen wir jetzt mal da. Die Mark können wir identifizieren lassen. So, speichern erstmal, bevor wir zu dem nächsten gehen. Da ist er. Okay, hier greift er uns an. Hier nicht mehr. Er hat uns sogar einmal erwischt. Dieser Bursche. Steingolems, muss ich sagen, mag ich überhaupt nicht. Das sind sogar... Ja, okay, Eisengolems auch nicht. Nichts. Wieder nichts. Kann es doch nicht sein. 10 Gold und ein Stahllangschwert. Das können wir benutzen. Hier ein normales Stahllangschwert. Das benutzen wir als erstes. Und dann wird auch gespeichert. So, wie geht's jetzt hier weiter? Ja, gehen wir einfach mal links weiter. Bin gespannt, was uns hier noch so erwartet. Okay. Oh oh, das ist nicht gut. Zwergenlangschwert des Feuersturms. So, gleich mal Schock. Kann ich eigentlich? Dem kann ich so auch Schaden zufügen. Das ist genial. Aber es laggt ein klein wenig. Verstehe ich nicht. Wieso laggt es? Okay, da hinten ist noch der zweite. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht sofort. 10 Gold und eine Belt, ein Säbel auch noch. Ich würde nämlich erst heilen gerne. Haben wir sonst noch Elfenlangenschwert? Klappt ja nicht. Ah, ein normales Zwergenlangenschwert haben wir auch. Dann können wir das doch benutzen. So, erst einmal speichern. So, und der scheint da fest zu hängen. Dann gehen wir jetzt erstmal heilen. Die Heiltränke so lange wie möglich nicht benutzen, so oft wie möglich. Damit wir auch wirklich den ganzen Dungeon durchsuchen können. So. Ah, jetzt hier. Ich erwische ihn, aber er uns nicht. Ah, da erwischen wir ihn schon.
schon, stirb! Fall um? Geht doch. Aber keiner von diesen vier hatte jetzt irgendwas. Wenigstens ein paar Schätze. Ein Claymore. Oh. Wir sind voll. Aber ich glaube, ein Säbel 3 bis 12. Nehmen wir lieber das Claymore mit. Was hat er eigentlich? Stahllangschwert 2 bis 16 ist besser. Finde ich jetzt. Und das Claymore? Was hat das? Wo ist es denn? Hier. 2 bis 18, das finde ich auch besser. Finde ich sogar besser als das Stahllangschwert, deshalb werde ich jetzt das Stahllangschwert zuerst benutzen. Die besten Waffen immer für die schwersten Gegner aufheben. Okay. Gehen wir mal hier hin. Okay. Hier scheint es sonst nichts zu geben. Gehen wir mal da links. Oder sollen wir hier mal nach unten gehen? Ach, gehen wir da links weiter. Könnte auch sein, dass es da unten links auch nicht mehr weitergeht und dass das hier ein großer Raum ist mit Lava umschlossen und irgendwie kleineren Räumen. Okay, hier sind auf jeden Fall. Hier gibt's Homunculus. Der war einfach. Speichern. Gibt's irgendwo noch einen zweiten? Das führt beides in denselben Raum, glaube ich. Also. Haha, perfekt. Oh ne, jetzt sieht er uns. Nein, er schießt. Das ist nicht gut. Da sollten wir lieber ein bisschen nach vorne gehen. Okay. Den Schaden, den will ich gern heilen. Also gehen wir kurz zurück. So. Ja, keine unnötigen Heiltränke brauchen müssen. Okay. Wow, jetzt wäre ich fast in die Lava gefallen. Da sehen wir uns doch mal da unten um. Ah, da würde es hier aber auch weitergehen. Ja, dann lassen wir das. Gehen wir da weiter. Vielleicht finden wir ja irgendwann den linken Rand. Dann hätten wir eine Vorstellung, wie groß das hier ist. Wow. Nicht gut, gar nicht gut. Jetzt muss ich hier schon heilen. Okay, der ist hin. Und den würde ich gerne. Da wäre ein Schatz. Nein, wir gehen erst heilen, nichts riskieren. Bloß nichts riskieren. Ich will, dass die Heiltränke so lange wie möglich halten. So. Jetzt, wo wir eh schon fast am Ende des Spiels sind, nicht, dass dann plötzlich die Heiltränke nicht ausreichen für den finalen Dungeon, wo wir dann gegen Yagatan kämpfen müssen. Oder ich weiß ja nicht mal, ob wir erstmal Tibers Team retten oder ob der dann plötzlich einfach so gerettet ist durch den Start des Chaos. Keine Ahnung. Aber ich denke schon mal, dass wir noch gegen Yagatan kämpfen werden und dass dann plötzlich die Heiltränke nicht mehr reichen, um seinen Dungeon zu besiegen. Okay, jetzt will ich hier den Schatz. 35 Gold, ein Torg. Okay. Kein Inventar, also Inventar ist voll. Dann nehmen wir das Claymore und das Stahllangschwert wird abgeworfen. So, Torg. Was ist es denn für ein Torg? Hier. Minus 4. Oh, das bringt uns Geld. Was ist der Belt? Minus 1. Den können wir notfalls auch wegwerfen. Okay.
Sonst. Hey, kann ich da drin schlafen? Kann ich da überhaupt rein? Ja, wir könnten hier jetzt ab sofort auch schlafen. Okay, ich will aber nicht hier weiter, sondern ich will weiter nach links. Und zwar nicht da nach links, sondern oben nach links. Auch nicht hier, sondern da ganz vorne. Hier. Ah, sieh mal einen an. Perfekt, und wir können hier auch gleich mal schlafen. Okay, und speichern. Oh, ich hänge hier fest. Okay, wo bin ich jetzt hier? Hier geht es offenbar nur mit einem Labertrank weiter. Tja, dann, also einem Feuerresistenztrank meine ich, dann trinken wir doch einen. Mal sehen, wo wir hier hinkommen. Es geht nach unten, nach Süden. Weiter nach Westen. Oh, jetzt geht es plötzlich nach Norden. Ist das nicht ein Feuerdämon, den ich da höre? Oh ja. Ist es. Wow! Wo ist es denn? Hier, Truhe. Nein! Ich muss in den Nahkampf. Ach, verdammt, ich habe die falschen Waffen. Zwergenlangschwert müsste ausreichen. Ich nehme aber noch einen Trank der Stärke. Okay, Zwerglangschwert reicht nicht aus. Ich muss tatsächlich ein Mithril-Langschwert benutzen. Das hilft. Oh. Nein. Ich will noch nicht sterben. Boah, jetzt ist er weg. Jetzt ist er gestorben. Aber hier gibt's sonst gar nichts. Tatsache, hier ist sonst nichts. Das hier wollte ich klicken. Okay, dann geht es hier also nicht weiter. Wie sieht. Ich speichere mal lieber. Nicht, dass der Feuertrank jetzt aus ist. Ich kann ja hier nochmal nachsehen. Ja, der Feuertrank ist aus. Benutzen wir einen neuen. Und auch gleich mal Waffe wechseln. Hier, Claymore. So, dann haben wir zumindest schon mal eine Sackgasse erreicht und können woanders weitersuchen. Nehmen wir gleich den Gang, der weiter südlich war. Aber erstmal heilen wir uns dort oben. Ja, da muss ich wieder springen. So, heilen. Es hängt schon wieder. Vermutlich ist der Gegner dort. Jap. Ey, hör auf, mich anzugreifen. Oh, ich habe ihn schon getötet. Was war es denn? 49 Gold, wie geil. Alles schwach. Ein Schurke. Ein Schurke? Kommen sonst nicht mal irgendwie stärkere Monster?